Ich heiße Sina, ich studiere hier an der Makromedia Hochschule in München Mediendesign und ich habe mein Auslandssemester in Bangkok in Thailand an der Chulalongkorn University verbracht. Das Besondere an der Chulalongkorn University ist, dass es eine extrem große Universität ist. Sie hat über 30.000 Studenten. Es ist ein eigenes Stadtteil und dadurch ist es ein ganz besonderes Gefühl, da zu studieren, weil es einfach riesig ist. Was auch super interessant ist, man trifft eben Thais an sich und Leute von der ganzen Welt und das macht diese Uni so besonders, das macht sie aus. Bangkok ist ein ganz anderes Land. Es ist eine völlig andere Kultur als das, was wir hier in Europa kennen. Es fängt schon mit dem Essen an, mit dem Frühstück, dass die tatsächlich das gleiche essen morgens, mittags und abends. Man muss vor allen Dingen sehr stark darauf achten, dass man genug Salz zu sich nimmt, weil in Thailand fast keine Gerichte gesalzen werden. Man muss auch unglaublich aufpassen mit der Hitze, man unterschätzt das total. Und man muss daran denken, dass überhaupt niemand Englisch spricht eigentlich, außer den Leuten, die wirklich in großen Geschäften arbeiten oder den Professoren. Deswegen ist es ziemlich hilfreich, wenn man schnell ein paar Wörter Thai lernt, was man von der Uni auch angeboten kriegen kann. Das Beste an dem Auslandssemester war für mich, dass ich so viele unterschiedliche Leute kennengelernt habe. Außerdem bietet die Universität so Ausflüge an. Die werden von denen bezahlt, da muss man selber überhaupt nichts dazugeben. Und das sind teilweise Tagesausflüge, teilweise gehen die über ein Wochenende. Und da fahren die mit einem irgendwo in das Land, zeigen einem Wasserfälle oder wir sind in eine ganz besondere Show gegangen. Die ist was ganz Spezielles. Die kennt jeder Thai, aber die wenigsten Touristen wissen, dass es existiert. Und es ist eine Show über ganz Thailand, darüber, wie es da ist, wie das Leben ist, die Religion. Das erfährt man sonst überhaupt nicht und es ist super toll, dass sie das mit einem machen. Und so kann man wirklich die Kultur von Thailand erleben. Ich nehme aus dem Auslandssemester mit, dass ich auch in internationalen Teams gut arbeiten kann, auch wenn es vielleicht kleine Sprachbarrieren gibt. Dann fahrt auf die Insel Koh Chang. Die ist zwar ein bisschen weiter unten in Thailand, im Gegensatz zu den anderen Inseln, aber dafür ist sie viel schöner und ruhiger. Keine Früchte, Seafood oder irgendwas essen, was aufgeschnitten und fertig auf den Tischen liegt. Immer frisch aufschneiden lassen oder zugucken, wie sie das zubereiten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, super Wetter, dass eure Ausflüge genauso toll sind wie unsere, dass ihr ganz viele internationale Studenten kennenlernt und dass ihr den größten Spaß überhaupt habt im Auslandssemester. Sawadika! 18 Partnerhochschulen, 6 Monate, 5 Kontinente. Ein Fachsemester auf Englisch, unterrichtet durch ausländische Experten, geprägt durch interkulturelle Erfahrungen und Branchenpraxis. Das ist das Auslandssemester an der Hochschule Makromedia.